Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heidensieg. Wir haben heute wieder wunderbare Gäste und wir befinden uns hier bei 3D Laser Sports und Escape Rooms in Frechen in der Nähe von Kreuz Köln West. Und ich würde sagen, ihr kennt die Regeln alle. Sollen wir die noch vorstellen oder? Ja. Ja, okay. Hallo, ich bin der Adi. Ich bin Julia, hallo. Ich bin Nico, hallo. Ich bin Kati und ich hatte einen Boxkampf am Wochenende. Ah, Aufnahme. Keiner gefragt. Hey, ich bin Smiley und ich habe heute gar nichts zu lachen. Das Ding ist, wir haben hier über 1000 Quadratmeter. Das Ding ist riesig groß und ey, also wir müssten noch kurz die Handys synchron. Und ab jetzt läuft die Zeit. 5 Minuten. Power! Ich will euch nichts sagen, aber wir haben echt nicht so lange Zeit, dass wir hier einfach chillen. Ich habe mir schon ein Versteck ausgesucht. Oh, ich sehe gar nichts. Hilfe! Aber ich brauche Hilfe, um da reinzukommen. Ich schaffe das nicht alleine, weil das ist zu groß. Wir haben nur 5 Minuten, Katz. Ich muss mich auch verstecken. Okay, Julius, hilf mir. Julius, ich sehe hier nichts. Hä? Das ist gar nicht so tief. Das ist überhaupt nicht tief. Digga, Kati da. Julia. Ja, man sieht's nur fast. Lava. Warte, ich muss diese Tunnel da wegstellen kurz. Scheiße. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Weil ich muss diese schwere Tunnel auch gleich da hoch tun. Oh, Nico, komm mal, bitte, komm mal kurz. Stell diese Tunnel kurz da drauf. Einfach so auf. Einfach reindrücken. Perfekt, ich liebe nur dich. So, Leute, ich habe auch ein gutes Versteck. Es ist ein bisschen ehrenlos, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen ehrenlos ist, aber es gehört ja quasi dazu. So, ich bin jetzt hier draußen. Kati! Und passt du ganz rein? Ich pass so. Julia, du verlierst. Mann, Adi, halt dein Maul. Wenn ich mich ganz doll quetsche, passe ich rein. Ich weiß, das ist ein bisschen ehrenlos. Ich denke, er wird mich auch nicht finden, aber es ist noch im Escape Room, oder? Falls man meinen Kopf dann doch sieht. Ich baue mir jetzt eine sichere Kopfbedeckung. Aber wenn ich so mache und mein Kopf rausgucken sollte, dann ist es nicht so schlimm. Weil dann ist es trotzdem schwarz. Zeig nochmal. So schlecht. Guck mal, wie viel Staub hier schon fliegt. Oh mein Gott, ich will nicht... Stauballergie bekommen. Kinders, die Zeit ist rum. Ich würde sagen, ich komme. Also schaut mal, das Ding ist, wenn mein Sohn das nicht nach Hause bringt, dann will ich ihn nicht. Wir haben halt wirklich 1000 Quadratmeter Fläche hier, ne? Das ist halt wirklich ernst groß. Und das Schöne ist halt, dass alle wieder hier waren, außer mir. Könnt ihr mir vielleicht kurz eine Overview geben, wo was ist wenigstens? Also da geht ein, ist ein Escape. Gehen wir da erstmal hin. Ah, oha, Digga. Hä, der ist ja übergeil. Ich schwöre, ich habe in meinem Leben noch nie so unbequem gelegen. Das Gute ist, ich habe mir einen weit hinten ausgesucht. Das heißt, ich höre ihn, wenn er kommt und dann kann ich noch meine Position verändern. Oh mein Gott, okay, Bro. Ich muss, ey, es ist dunkel, ich muss Brille. Darf ich mit Brille spielen, oder? Alter, wie krass ist das hier bitte? Bro, okay, das ist krass. Das ist voll hier crazy gut gemacht. Digga, ich muss mich echt jetzt schon reinlegen, glaube ich. Scheiße, ich passe nicht rein. So, ich bin versteckt. Darf ich ja so einen Schlitz auch? Ich kann ja alles sehen. Mal sehen, was wird. Alter, okay, der ist krass gut gemacht, der Escape Room. Ich glaube, hier befindet sich niemand, oder? Aber der ist voll cool, no joke. Also, ich liebe so Escape Rooms ja auch voll. Ja, Digga, also ich glaube, dass hier zumindest clean sein sollte. Warte mal, gucken, ob Karl hier drin ist. Julia wird hier reinpassen, deshalb müssen wir überall in jede Kiste reinschauen. Ja, nee, also hier ist Julia. Julia? Hier ist auf jeden Fall niemand. Toiletten. Spielen wir mit Toiletten wieder oder ohne? Okay, hier ist niemand. Also, wo sind noch weitere Escape Rooms? Oben, okay. Gehen wir hoch. Weiß nicht, wie lange das her ist jetzt? Ich glaube, Revi müsste jetzt gerade suchen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er trotzdem hier reinguckt, aber ich glaube, der ist eigentlich nicht so schlau. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt gefunden werde, das ist das Dümmste überhaupt. Ich versuche mich jetzt mal zeitlich... Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Ich bin zu groß. Die anderen Leute denken, ich will einbrechen. Guck mal. Überall Häuser. Wenn die rüber gucken, denken die sich, oh, was macht der da auf dem Dach? Ich glaube, gerade diese Laser-Tag-Arena ist halt crazy groß. Ich war, wie gesagt, noch nicht hier, aber glaube, dass da auf jeden Fall, weil es halt dunkel ist, extrem viel Platz ist. Oh mein Gott, das ist Game of Thrones! Oh, das könnte so ein Ding sein, was man aufklappen kann eventuell. Ne, hier ist schon mal nichts drin. Hier ist so ein Schwert, ein Zahlenschloss. Ja, nee, ich fange jetzt nicht an, also da hat sich jetzt keiner eingeschlossen, oder? Okay, hier ist also auch niemand drin, würde ich sagen, ja. Ja, ja, ja. Oh, warte mal, ist das hier eine Tür? Hallo? Verpiss dich, du... Pharaonenraum. Okay, der ist crazy. Bro, die sind for real gut gemacht, ne? Ey, hier ist ein
Sarkophag. Da ist jemand drin. Boah, da ist jemand drin. Da ist. Oder ist das. Aber das ist eine Mumie, Digga, okay. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass wir bei diesem Video ja todeslange warten müssen. Ich glaube, ich muss gleich aufstehen, weil ich mich übergeben muss. Die Lage sieht schwer aus. Oh, fuck. So sieht's hier aus. Ich glaube, ich bin dreckig, aber wird schon. Ich glaube, er findet mich nicht. Ich glaube, ich werde der Gewinner sein. Ich glaube, der denkt nicht so weit. Also hier, ich dachte zuerst, hier wäre vorher jemand drin, aber also Smiley? Ist das Smiley, Leute? Ist das Smiley? Okay, Digga, das ist hier so ein ägyptischer Escape Room. Mega, mega nice. Aber auch hier, nehme ich jetzt einfach mal an der Stelle an, ist niemand drin. Okay. Das heißt, wir müssen runter in die Laser Arena. Und ich sag's euch ehrlich, das ist halt der größte Film, weil das Ding riesig groß ist. Boah, stell dir vor, er ist einfach jetzt leise hier und geht alles durch, ganz leise. Und fickt uns dann. Dreamy like a tea, go get me dirty. Okay, das heißt, hier geht die Laser Arena. Ja, okay, Film. Ja, Bruder, also nein, jetzt mal ganz kurz unter uns. Wie habt ihr euch das... Boah, kannst du noch ein bisschen heller machen vielleicht? Ey, Jungs, ganz kurz, wie habt ihr euch vorgestellt, dass ich hier jemand finde? Das ist unmöglich. Bro, das sind 1000 Quadratmeter. Ey, ist das crazy. Hey, das ist ja übergeil, so mit so Elementen hier auch aus dem... Das sind so aus so einem Kinder, aus so einem Funhaus, so Elemente, voll nice. Der geht noch hoch. Hast du recht, ist keiner. Ja, wie zum Teufel, also wie habt ihr euch, also, oh ey, das ist wieder so unmöglich, ne? Ja, das ist, Bro, ich kann hier nicht mal mit einer Taktik durchgehen, weil ich nicht mal weiß, wo was ist hier, ne? Mach mal Piep! Ja, keiner spielt mit, wirklich. Also das ist ja dumm. Das ist ja einfach nur dumm. Ja, Bro, ich bin aufgeschmissen, wa? Oh mein Gott, ich höre Revi da. Ich hab Revi. Revi ist gerade, glaube ich, in diesem Raum. Ich sag ehrlich, ne, man denkt immer, es ist so einfach. Alter, ist das hier geil. Das ist aber for real richtig nice. Es ist ja auch relativ offen, also ich frage mich halt, wo die sich versteckt haben. Hier ist die blaue Basis. Hier trinke ich meinen Slurperoin. Diese Fässer sind halt gigasass, aber da ist auch, da passt keiner rein, ne? Kann ja nicht wieder sein, dass wir jetzt schon wieder nach so langer Zeit keinen gefunden haben, ne? Das ist wirklich voll. Es ist ja alles relativ offen hier, ne? Das darf man nicht vergessen. Oh, was haben wir hier? Oh, oh, Bruder. Oh, mein Gott. Ich habe alles gegeben. Oh. Gedacht, oh, Bruder, hör mal auf kurz. Ecke hier, hör mal auf kurz, ich hab mir an die Hose geschissen. Oh Gott. Oh Gott. Ich schwöre, guck mal, ich passe hier wirklich gerade so rein. Ich stand gerade 10 Minuten so mit Beinen angewinkert. Scheiße. Ja, ja. Komm, geh mal da raus, Bruder, wirklich reicht. Wir haben halt drei große Typen dabei, ne? Nico, Smiley und Adi. Aber Adi ist halt so wie sein Insekten, Digga. Der wird irgendwo drunter gekrochen sein, unter so einem Teppich jetzt wohnen. Ach Mann, ich weiß ja, dass hier Leute sind. Die können ja nicht, die können ja nicht woanders sein als hier. Aber die Escape Rooms waren ja clear. Hey Smiley, ich bin aufgeschmissen. Oh mein Gott, wer ist da? Ich hab jemanden. Ja! Ja, als ob, ja! Oh mein Gott. Ich hab einfach von oben reingegriffen. Ja, warum machst du das? Ja, weil ich gucken wollte. Das ist das erste, das du ja. Nee. Wie du da oben drin sitzt. Oh, hier waren wir noch gar nicht. Ja. Digga, wie euch alle diesen Boxen versteckt. Ja, und, Digga? Sorry. Ey, meine Mann, die erste, die wieder rein. Smiley, Moritz, guck mal. Ja. Du willst auch nach Hause. Madrid, du warst gestern lange. Digga, ich hab dir Tipp gegeben. Guck mal, wie gesagt. Was ist denn? Wir sind ja schon oben da. Wir sind ja schon oben. Ja. Tendenziell gesehen sind wir ja da von der Location, wo wir sind, oben. Und jetzt musst du nur noch die Details beachten. Hoch hinaus und die Details beachten. Ja, aber. So, jetzt mal wir chilligen. Yeah, I'm gonna take my horse. Bro, hier sind halt überall so Verkofferungen, ne? Wenn da sich jetzt einer reingeschraubt hat, aller Felipe mit Schraubenzieher. Ey, Bro, ich werd psychotisch hier, Digga. Smiley, ich bin überfragt. Ich weiß nicht, wie sich hier oben zwei 1,90 Meter große fette Männer noch verstecken sollen. Wo denn? Wo? Wo sollen die sein? Du bist ja auch Computernutzer, ne? Ja. Und da gibt's ja oft auch so, es gibt ja Apple und es gibt Microsoft, ja. Windows, ja. Und es gibt iOS. Ja. So, ne? Windows, iOS. Betriebssystem. Windows. Ja, Fenster. Ja, ein Fenster. Ja, okay. Fenster, aber... Ja, ich verstehe schon, aber sind die aus dem Fenster rausgegangen? Ach, Mann. Das kann nicht sein, oder? Du dummes Stück Scheiße. Nein! 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 Wo ist Adi? Komm, wir gehen zu Adi. Okay. Adi hat schon wieder gewonnen, dieses scheiß Insekt, Alter. Nein. Das ist interessant, oder? Das war so geil.
dass man das so sieht. Das kann nicht sein. Die ganze Zeit. Ey, Bro, er hat wirklich wie ein Käfer in der Wand gelebt. Oh mein Gott, okay, Leute. Alter, heftig. Ich habe mich ja ganz in Form gemacht. Bro, hast du dich schon mal gewonnen? Nein? Aber heute wusste ich zu 100%, dass ich gewinne. Ich habe sogar gespielt. Digga, er hat so gut gespielt. Freunde, das war's von einer wunderbaren Runde von Hide and Seek. Wir werden wieder ein bisschen mehr damit machen. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne mal ein paar Locations und gerne Leute, die mitspielen sollen, in die Kommentare. Adi, alles gut? Dickes Danke nochmal ans 3D Lasersports und Escape Rooms in Köln, bzw. in Frechen am Kreuz Köln-West. Kommt gerne mal vorbei, über 1000 Rahmen in der Lasertag. No joke, eine 10 von 10. Und wenn ihr wieder Lust habt, dass wir eine kleine Staffel halten, sieht das nächste Jahr planen mit einem dicken Prize Pool. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.